zusammen. Wir waren lange nicht in der Küche. Und heute bin ich mal wieder in der Küche. Mein Freund hat nämlich morgen Geburtstag. Und ich dachte, ich mache ihm mal einen Kuchen. Und ich habe ihn auch gefragt, was er gerne für einen Kuchen haben möchte. Und er hat gesagt, er hätte gerne einen Maulwurfskuchen. Und ich weiß, es gibt Maulwurfskuchen auch als Backmischung. Aber ich wollte einfach mal so die Challenge annehmen und zu Hause einen machen. So from scratch, wie es auf Englisch heißt. Also mit richtigen Zutaten. Leute, folgendes. Seth hat, glaube ich, von mir noch nie einen Kuchen bekommen, der 1A nach Anleitung gemacht wurde. Ich bin nämlich von dieser Sorte Leute, die sich nicht an Rezepte halten können oder überhaupt an Regeln. Und die dann immer ein bisschen abändern, weil sie glauben, dass das dann besser ist. Für irgendwen. Keine Ahnung. Ja, folgendes. Wir machen heute Maulwurfskuchen und ich beantworte dabei ein paar Fragen. Ich habe euch gerade auf Instagram gefragt, was ihr so wissen wollt. Und es sind auch schon ein paar Fragen eingetrudelt. Aber ich dachte, ich mache erstmal, also ich werfe erstmal alle Zutaten zusammen und während das Ding im Ofen backt, können wir uns ja nochmal unterhalten. So, im Detail, miteinander. Ihr und ich, du und ich, wir und ich. Was? Okay, gut, wir haben schon ein Problem. Wir haben nämlich, also ich habe heute Morgen vergessen, die Butter rauszustellen. Und deshalb ist die jetzt steinhart. Ja, das ist schlecht. Wir wollen die nämlich verquirlen oder vermengen mit unserem Zucker, den ich schon coolerweise voll cool von mir abgemessen habe. Allerdings habe ich braunen Zucker. Siehst du, ich sag euch doch, ich sag's doch. Ich kann mich einfach nicht an Rezepte halten. Kann ich einfach nicht. Außerdem habe ich keinen Sahnesteig, habe ich vergessen zu kaufen gestern. Und deshalb muss ich nachher nochmal los. Aber ich meine, unser Kuchen muss ja eh erstmal abkühlen. Wir können ja nicht in den heißen Kuchen unsere Sahne reinmachen. Dann schmilzt die Sahne nämlich. Das hat Sahne so an sich. Die hält das nicht aus, wenn es zu heiß ist. Ich mache nur die Hälfte des Kuchens, denn ihr wisst ja bestimmt, wir sind hier alle nur noch zu Hause in Quarantäne. Und ich vertrage Kuchen nicht so gut. Und Seth isst immer nur so ein Stück am Tag, was ich überhaupt nicht verstehen kann. Ich will mindestens 3 essen. Und ja, deshalb mache ich nur die Hälfte des Kuchens. Natürlich habe ich keine kleine Springform. Deshalb habe ich mir einfach diese Schüssel hier genommen und unten ein Papier reingemacht und an den Seiten ein bisschen Butter dran geschmiert, damit der Kuchen dann nicht dran kleben bleibt. Und dann versuche ich es einfach damit. Und ich nehme jetzt einfach von allem die Hälfte. Und hoffe, dass das funktioniert. So sieht es nämlich aus. Wir sind Improvisierer vom Dienst. Man muss wissen, wie man tickt, wisst ihr? Wenn man weiß, dass man sich schlecht an Regeln halten kann, dann sollte man wahrscheinlich keinen Job im Steuerbüro oder so annehmen. Ist jetzt 5 Minuten später. Meint ihr, unsere Butter ist jetzt noch ein bisschen weicher geworden? Ich bezweifle es ehrlich gesagt. Ich habe einfach Maulwurfskuchen gegoogelt und mache jetzt einfach das erste Rezept, was mir da auf den Tisch kommt. Hier steht 125 Gramm Butter. Also nehme ich davon die Hälfte. Also 62. Halb. I don't know about you, but I'm feeling 22. Ich habe diesen Song jetzt in meinem Kopf, weil ich ein Video gesehen habe von einem Mädchen, das heißt Taylor R. Also Taylor R. Und ja, die hat das gesungen letztens in einem Vlog. Und ich gucke gerade alle ihre Videos. Wie ihr bin ich nämlich auch zu Hause und gucke Videos. Und im Moment gucke ich sehr viel von Taylor auf Taylors Channel, weil ich sie sehr beruhigend finde. Sie ist mein Alter und irgendwie hat sie die gleichen Probleme wie ich, habe ich das Gefühl. Außer mit dem Schwangerwerden. Ich will nicht schwanger werden, sie will schwanger werden. So, ich habe hier so einen Schneebesen und damit werde ich jetzt meine Butter und meinen Zucker zusammenmischen. Und dann wird das hoffentlich eine schöne schaumige Masse. Das sorgt nämlich dafür, dass der Kuchen sehr schön fluffig wird. Es macht einen großen Unterschied, ob man das macht oder nicht. Lasst es euch gesagt sein. Bist du jetzt bei 63? Ich lasse das jetzt dort. Danke, Butter. Ich kann ja schon mal den Ofen anmachen und meine Schüssel hier aus dem Weg rollen, sonst leidet sie noch. Guck mal, meine Butter ist jetzt so eine wunderschöne Creme geworden. Und jetzt mache ich da 1,5 Eier rein. Großartig, wer hat sich das Rezept ausgedacht? Beziehungsweise, wer wollte es nochmal halbieren und dachte, das wäre eine ganz tolle Idee? Ich weiß. Butter, Zucker verrühren und die Eier zu geben und die Milch. Alles cremig rühren. Okay. 2,5 Esslöffel Milch kommen wir jetzt noch dran. Mehlbackpulver, Kakaopulver und Salz mischen und zur Buttermasse hinzugeben. Also ich habe hier schon Mehl.
mische das einmal kurz durch. Und dann gebe ich das hier rein. Wow, das sieht aus wie Schokocreme. Geil. Das sieht sehr lecker aus. Schon jetzt. Nicht essen, Lena. Nicht essen. So, zum Schluss kommen noch 25 Gramm Kokosraspel da rein. Quatsch, Kokos. Schokoraspel. Ich hatte keine und deshalb habe ich einmal welche gemacht. Ich glaube, das reicht. Mach lieber noch ein bisschen Kakao rein. Seht ihr, ich kann mich nicht ans Rezept halten. Hilfe. Halte mich jemand auf, bitte. Ganz schön dick. Hm, vielleicht sollte ich da doch noch das Ei reinmachen. Das hat keiner gesehen, oder? Jetzt muss ich das hier nur noch rauskriegen. Eine sehr dicke, mächtige Angelegenheit. Oh doch, sieht gut aus. Sieht sehr gut aus. Bin sehr stolz darauf. Okay. Unser Kuchen kommt jetzt in den Ofen. Sieht aus, als hätte ich was gegessen. Habe ich gar nicht. Der riecht wunderschön nach Knoblauch. Irgendwas. Pepperonis. Der Kuchen kommt jetzt 25 bis 30 Minuten in den Ofen bei 180 Grad. Und so lange können wir uns ja mal ein bisschen unterhalten. Beziehungsweise aufräumen. Wäre auch eine gute Idee. Ja. So, ich guck mal, was ihr mir bei Instagram geschrieben habt. Ach, es kommen immer wieder Fragen, wie lange ich mit Seth zusammen bin. Oder wie lange ich ihn schon kenne. Ich habe dazu ein ganzes Video gemacht vor 2 Jahren. Ich kann euch das gerne mal hier oben verlinken. Und da sage ich euch nicht nur, wie lange wir schon zusammen sind, sondern auch, wie wir uns kennengelernt haben. Ich habe natürlich auch die Frage bekommen, was machst du in Zeiten von Corona? Tja, was mache ich in Zeiten von Corona? Ich mache eigentlich alles genau wie immer, außer dass ich nicht auf Arbeit gehe, sondern von zu Hause aus arbeite. Ich bekomme auch oft die Frage, was ich mache. Und das ist nicht ganz einfach zu beantworten, da ich viele verschiedene Aufgaben in meinem Unternehmen, also nicht in meinem Unternehmen, aber in dem Unternehmen, für das ich arbeite, übernommen habe, schon im Laufe der Zeit. Die Firma, für die ich arbeite, entwickelt E-Learning-Kurse für Firmen. Das heißt, meine Kollegen entwickeln Kurse, aber ich nicht. Ich wollte das nicht. Ich möchte keine Kurse entwickeln. Das ist mir zu viel Brain-Arbeit, zu viel Kopfarbeit einfach. Was ich im Moment mache, ist Videos tatsächlich für diese Firma. In diesen Videos wird erklärt, wie diese Plattform funktioniert, wie E-Learning funktioniert, wie dieses Tool funktioniert, mit dem diese Kurse gebaut werden. Und die sind alle auf Englisch. Und meine Aufgabe ist es, die auf Deutsch zu übersetzen im Moment und auch die dann zu synchronisieren, also einzusprechen und die dann einfach halt auf Deutsch zu produzieren, sag ich mal. Kommt mal näher ran hier. Ich sehe euch ja gar nicht. Das heißt, ich mache auf Arbeit auch gerade Videoproduktion. Ja, und das kann ich halt auch von zu Hause aus machen, coolerweise. Ansonsten mache ich natürlich viele YouTube-Videos jetzt auch. Wie ihr seht, ich gebe mir echt große Mühe, da am Laufen zu bleiben oder da irgendwie dran zu bleiben. Ansonsten versuche ich gerade, mich anders zu ernähren. Also nicht kalorienarm, sondern kohlenhydratarm. Also mit weniger Kohlenhydraten und mit weniger Zucker. Ich habe festgestellt, dass das richtig doll auf meine Psyche geht, wenn ich Zucker esse und ich mich dann richtig schlecht fühle und es kommen dann so richtig negative Gedanken. Es ist nicht irgendwie, weil ich zunehme vom Zucker oder so ähnlich, sondern einfach nur dieser Zucker löst diese Gedanken in mir aus. Das ist halt so krass. Ja, ich weiß. Und jetzt sitze ich hier und mache Kuchen, ich weiß. Aber das ist für meinen Freund, der hat Geburtstag, der hat sich das gewünscht. Der kriegt das. Und ich werde wahrscheinlich auch ein Stückchen probieren, zumindest ein bisschen. Obwohl es echt wirklich nicht gut für mich ist und ich mich morgen wahrscheinlich schlecht fühle und in der Ecke sitze und heule, weil ich Zucker gegessen habe. Und nicht, weil ich davon fett werde. Das ist halt so schwer zu erklären. Aber es ist, kennt ihr Ranma 1/2, diesen Anime oder Manga, wo, also es ist, geht halt um einen Jungen, der, wenn er mit warmem Wasser in Berührung kommt, dann wird er ein Mädchen und wenn er mit kaltem Wasser in Berührung kommt, wird er ein Junge oder irgendwie so ähnlich. Jedenfalls, er wechselt halt immer diese zwei, zwischen diesen zwei Leuten. Und für mich ist das irgendwie das Gleiche, nur mit Zucker. Es gibt Lena ohne Zucker und es gibt Lena mit Zucker. Lena mit Zucker ist unselbstbewusst und traurig und Lena ohne Zucker ist selbstbewusst und glücklich. So, es ist so ein krasser Unterschied bei mir. Das merke ich richtig doll. Und trotzdem halte ich es irgendwie nicht aus, mal einen Monat oder eine Woche, doch eine Woche geht, letztens habe ich eine Woche durchgehalten, darauf zu verzichten. Einfach auch, weil es, wenn ich halt keine Kohlenhydrate und keinen Zucker esse oder so wenig wie möglich, halt nur ein Gemüse oder so, dann kriege ich richtig krass Kopfschmerzen und kann mich nicht konzentrieren und ähnliche Sachen. Das ist echt so schwer. Ich will's echt, ich will's.
weil ich halt einfach weiß, dass es gut für mich ist. Dass es das Beste für mich wäre, mich so zu ernähren. Aber es ist halt irgendwie schwierig. Es gibt immer wieder so Phasen, wo ich mit meiner Psyche zu kämpfen habe, sag ich mal. Aber im Allgemeinen geht es mir ganz gut. Es macht auf jeden Fall Spaß mit YouTube und ich wünschte, ich könnte das halt nur machen und nicht meine Arbeit noch machen, weil ich es einfach kräftemäßig nicht schaffe, also ein Video zu produzieren an einem Tag und zu arbeiten. Ich weiß nicht, wie ich irgendwie diese Energie in meinen Kopf kriege, wisst ihr? Ich bin auch einfach sehr, sehr stressempfindlich. Hilfe! Hilfe! Ja, ich bin sehr stressempfindlich und deshalb kann ich einfach bestimmte Sachen nicht machen oder muss mich dann ausruhen und dann liege ich auf der Couch und in letzter Zeit lese ich zumindest schon was. Ja, ihr habt gefragt, was ich in Zeiten von Corona mache. Ich habe angefangen zu lesen. Könnt ihr euch das vorstellen? Ich habe nicht jahrelang nicht gelesen, aber ich habe schon echt lange, seit letztem Jahr, kein Buch mehr gelesen. Und im Moment habe ich zwei, die ich angefangen habe. Ich lese unglaublich gerne über Sachen, die mich interessieren. Also irgendwas Schlaues. Ja, nicht unbedingt ein Roman halt. Und da lese ich gerade Bill Brysons, ach, da reist er durch England. Ich liebe England oder Großbritannien generell. Und Bill Bryson ist ein amerikanischer Schriftsteller, der ja wohnt oder wohnte, keine Ahnung, sehr, sehr lange in Großbritannien. Und er schreibt so eine Art Reisebericht darüber. Reif für die Insel oder wieder Reif für die Insel heißt das, glaube ich. Und das zweite Buch, was ich lese, ist Wunder wirken Wunder von Eckart von Hirschhausen, weil ich das einfach interessant finde. Also es ist ein bisschen psychologisch, was halt so in den Köpfen der Leute vorgeht, wenn Heilung stattfindet oder stattfinden soll über Placebos und über was halt wirklich wirkt und was nicht oder kulturelle Unterschiede. Es gibt zum Beispiel einige Krankheiten, die existieren nur in bestimmten Kulturen. Ist das nicht total krass? Ja, sowas. Das finde ich halt cool, was zu lernen, finde ich sehr cool. Also das mag ich, dieses Gefühl. Mag ich. Ich habe auch letztens wieder angefangen, Japanisch zu lernen. Ich habe nämlich wegen dieser Ernährungsumstellung, also ich möchte echt mal einen Monat komplett auf Zucker und Weizen zu verzichten. Und da habe ich mir MCT-Öl geholt. Das ist wie Traubenzucker, nur halt in Fett statt in Zuckerform. Also man hat halt Instant Energy. Das ist ganz cool. Das habe ich nämlich abends genommen, das war eine dumme Idee. Ich wusste nämlich nicht, wie es wirkt, das war der erste Tag. Und dann habe ich mich einfach noch um 11 hingesetzt und ein bisschen Japanisch gelernt. Verrückt, oder? Ich habe nämlich mal Japanisch studiert und ich habe meine ganzen Bücher natürlich noch, meine ganzen Lehrbücher. Ja, dann habe ich einfach mal wieder angefangen. Ich vermisse das Reisen so unglaublich. Steph und ich hatten eigentlich vor, jetzt im April nach Prag zu fahren, einfach weil es nicht weit weg ist von Leipzig und wir da noch nie waren. Also ich war da schon mal, aber es ist auch schon 15 Jahre her oder so, also richtig lange. Ja, wir haben halt festgestellt, vor allen Dingen nachdem wir in Amsterdam waren im Januar, dass es echt ganz cool ist, mal einfach so 3 Tage irgendwo hinzufahren. Ja, Überraschung, ist cool wegzufahren. Und für Seth vor allen Dingen ist das auch viel besser machbar, da er dadurch nicht eine Woche lang Videos vorproduzieren muss, wie das normalerweise ist, wenn wir in Urlaub fahren. Also wenn wir eine Woche in Urlaub fahren, dann ist der davor so gestresst, weil er das doppelte Pensum an Videos machen muss, um halt dann Videos zu haben, während wir weg sind. Das ist echt nicht schön. Dann will man gar nicht mehr in Urlaub fahren, weil es einfach nur Stress ist für ihn. Und wenn man so 3 Tage nur wegfährt, dann ist das viel, viel besser machbar. Ja, jedenfalls, das hatten wir vor, aber das ist ja jetzt abgeblasen. Ich glaube, ich werde dieses Jahr so viel Geld sparen, weil ich nicht wegfahre. Es ist nämlich, ich glaube, wo ich mein Geld am ehesten ausgebe. Wir gehen nicht oft shoppen, aber wenn wir verreisen, dann gehen wir oft shoppen. Ich liebe Reisen, es inspiriert mich. Ich gucke mir gerne andere Leute an, die Fashion in anderen Ländern. Ich saug das einfach gerne wie auf und ich reise einfach so gerne. Und jetzt darf ich nicht mehr. Es ist schrecklich. Am liebsten verreise ich irgendwie im September, da kriege ich immer so ein Verreise-Hieber. Fernweh heißt es. Also was ich dann jetzt machen kann, ist halt zum Beispiel Japanisch lernen. Das ist auch fast ein bisschen wie verreisen, weil man sich halt mit einer anderen Kultur beschäftigt und das irgendwie auffrischt oder sich daran erinnert, als man da war oder so ähnlich. Außerdem gehe ich einmal am Tag raus und spiele Wizards Unite. Das spiele ich immer noch. Da habe ich ja schon 2 Videos drüber. Kann ich euch auch mal verlinken. Wizards Unite ist ein Mobile Game. Es ist ein bisschen wie Pokémon Go. Also stelle ich mir vor, ich habe nie Pokémon Go gespielt. Nur halt mit Harry Potter Charakteren und man muss Tränke brauen und Herausforderungen, also so Kämpfe machen, Kämpfen. Bin schon auf Rang irgendwie 28 oder so.
Ja, und das bringt mich dazu, einmal am Tag rauszugehen und ein bisschen rumzulaufen. Das ist gut. Sowieso rausgehen. Ich weiß, man wird ja heutzutage schon aus den Parks gescheucht und so. Das ist echt nicht cool, weil die Menschen brauchen auch Vitamin D. Das stärkt auch die Abwehrkräfte. Also ich habe nämlich gehört, es werden auch Leute aus Parks gescheucht, die alleine dort sind. Und das ist halt irgendwie blöd. Aber spazieren gehen darf man doch, oder? Das mache ich. Letztens waren Seth und ich sogar am See. Wir haben hier um Leipzig drum einige Seen. Und da fahren wir dann hin mit dem Fahrrad und dann fahren wir wieder zurück. Wow. Aber das tut gut, weil zu Hause fällt einem echt die Decke auf den Kopf. Auch wenn man zu Hause Sport machen kann, was ich auch mache. Ich mache gerne Lucy Windham Reeds Workouts. Die sind kurz, die sind nicht so anstrengend, man muss nicht so viel rumspringen. Also die sind vor allen Dingen für Anfänger geeignet. Ich kriege trotzdem Muskelkater davon. Keine Ahnung, wie schlecht in Form ich immer bin, dass ich von allem Scheiß Muskelkater kriege. Das ist echt abartig. Aber ich wohne im vierten Stock und da komme ich immer ganz gut hin noch. Lucy Windham Reed kann ich euch gerne verlinken in der Infobox. Ich liebe ihre Videos. Ich liebe sie. Die macht auch so Indoor-Walking-Workouts. Also wo sie zum Beispiel 20 Minuten oder eine halbe Stunde zu Hause geht. Und dann macht sie halt zwischendurch irgendwelche Übungen mit den Armen oder halt mal was wie Kniebeuge oder so. Und das war die Batterie, Leute. Ja, es ist Stunden später, ungefähr 2 Stunden später. Hier ist unser kleiner Kuchen, zumindest wie er bis jetzt aussieht. Er ist schön abgekühlt, was großartig ist. Das heißt, wir können ihn jetzt mit Bananen und Sahne füllen. Und die Sahne mache ich jetzt gleich mal. Ich war gerade bei Rewe und die hatten keine Luftballons. Schrecklich. Aber es gab Kerzen, die kleinen Teelichter mit Happy Birthday drauf. Die habe ich gekauft. Die sind auch bunt. Da freue ich mich drüber. Und ich habe auch Blumen gekauft, die jetzt unbedingt ganz schnell ins Wasser müssen. Und zwar immer so rosa Tulpen und einmal rote Tulpen. Wow, guck mal. Sind die nicht schön? Ich liebe es. Ich glaube, ich fange erstmal damit an, den Kuchen auszuhöhlen. Und die übrigen, also was ich aushöhle, hier in so eine Schale zu machen, die machen wir nämlich dann oben wieder drauf. So als Streusel quasi. Ich guck mal auf Instagram, es ist ja jetzt auch noch ein bisschen Zeit vergangen, ob es neue Fragen gibt. Ich war eigentlich soweit durch mit dem, was ich während Corona mache. Wie bist du dazu gekommen, YouTube zu machen? Die Frage kriege ich auch öfter. Die ist auch hier ein-, zweimal vertreten. Voll oft. Ich bin dazu gekommen, und zwar habe ich, als ich angefangen habe zu studieren, auch angefangen, YouTube zu gucken. Ich weiß nicht, wie das gekommen ist, aber ich habe mich immer schon für Make-up interessiert, auch als Kind schon. Also ich wollte schon als Kind Make-up haben und habe dann mal so einen billigen Lippenstift gekriegt und ich dachte nur so, ich will den nicht. Ich will einen ordentlichen Lippenstift. Nicht so ein krasses Pink, so ein Barbie-Pink. Ich wollte einen schönen, der schön an mir aussieht. Jedenfalls habe ich das nicht bekommen, sondern ich habe so einen hässlichen kleinen Kinderschminkkasten gekriegt, der übelst eklig gerochen hat. Also so wie alte Schminke. Oh, fürchterlich, dass man Kindern sowas gibt und dann schmieren die sich das ins Gesicht und lecken das wahrscheinlich von ihren Lippen ab und ja, verstehe ich nicht. Ja, jedenfalls hatte ich das und ich hätte es aber gerne etwas schicker gehabt damals. Okay, unser Kuchen ist ganz schön ausgehöhlt jetzt schon. Das ging sehr schnell. Achso, ja, ich wollte euch weiter von meinem Make-up erzählen. Also ich habe dann angefangen in der Uni-Zeit Make-up-Videos zu gucken. Vielleicht kennt einer von euch noch X Karenina von vor, weiß ich nicht wie viel, 1000 Jahren, 10 wahrscheinlich. Und die hat dann mal eine englische YouTuberin erwähnt. Und dann habe ich angefangen, diese englische YouTuberin zu gucken. Das war damals Essie Button, heute heißt sie Estée Lalonde, die macht auch immer noch Videos. Ja, dann ist es dazu gekommen, dass ich Zoella geguckt habe und Pixie Woo aus England. Also ich bin ganz hart so ein Make-up-Fanatiker geworden, habe es geliebt. Hab dann auch Zoes Vlogs geguckt, hab dann einfach das alles verschlungen, sag ich mal. Okay, als ich angefangen habe, YouTube zu machen, tatsächlich, habe ich wahrscheinlich noch gar nicht Zoe geguckt. Aber ich habe damals ja viel Make-up geguckt, ne, viele Make-up-Tipps und auch so Favorites, Favorite-Videos habe ich auch geliebt. Und jeden Monat dachte ich dann, was wären denn meine Favoriten? Weil ich mich halt auch privat mit Make-up beschäftigt habe, mit Hautpflege, mit Haarpflege. Irgendwann habe ich halt einfach das aufgenommen. Meine Beauty-Tipps, sag ich mal. Und meine erste Playlist heißt Quick-Tipps, wo ich halt solche kleinen Make-up-Hacks, sag ich mal, zusammengefasst habe. Ja, Hacks, Make-up-Hacks.
So, wir machen jetzt mal unsere Sahne. Ich habe hier -L-Sahne und die werde ich jetzt mal schlagen und da einen Sahnesteig reinmachen. Wusstet übrigens, dass im Sahnesteig Zucker drin ist? Ich wusste das nicht. Deshalb mache ich da jetzt nicht noch extra Zucker rein, außer einen einzigen Vanillezucker. Also ich mache da einen Sahnesteig und einen Vanillezucker rein. Ich hoffe, dass das reicht. Ich habe beschlossen, ich mache jetzt doch erstmal die Bananen hier rein in den Kuchen. Muss ich die jetzt durchschneiden? Muss ich die durchschneiden? Oder lege ich die so ganz rein? Boah, das wäre ein bisschen doll. Ich glaube, ich halbiere die so der Länge nach. Also ja, Beauty-YouTube habe ich damals gemacht und geguckt und geliebt. Dann habe ich angefangen, Videos zu machen, aber ich wusste nicht, wie man schneidet. Und es gibt ja heutzutage auch so Videoprogramme auf YouTube, aber damals gab es das irgendwie nicht und ich hatte keinen Nerv, mich damit zu beschäftigen. Ich wollte das irgendwie unbedingt, aber ich konnte mich einfach nicht damit beschäftigen und ich wollte mir halt auch kein irgendwie 600-Euro-Programm kaufen. Jedenfalls musste ich dann One-Take aufnehmen. Das heißt also, in einem Video musste ich auf Start drücken, meinen Text sagen, was auch immer ich sagen wollte, und dann am Ende wieder auf Stopp drücken. Und das fand ich so unprofessionell von mir, dass ich aufgehört habe. Das war aber schlecht. Ich hätte damit weitermachen sollen. Außerdem dachte ich, ich bin eh schon viel zu spät. Die großen YouTuber sind eh schon alle da. Wenn ich das damals gewusst hätte, wie das noch alles weitergeht, meine Güte. Ich dachte ja, der Zenit ist schon erreicht. Naja, ich glaube, so viel nachgedacht über YouTube habe ich ehrlich gesagt nicht. Okay, unsere Höhle ist jetzt gefüllt. Achso, wir brauchen auch Kakaosplitter. Ich habe hier so eine Rittersport Halbbitter. Die wollte ich da reinmachen. Schau sich das einer an, die ist echt fest. Krass. So, die Schokostreusel sind sehr, sehr fein geworden. Naja, jedenfalls habe ich dann eine Weile aufgehört mit YouTube, weil ich mich zu unprofessionell fand und habe einfach weiter die Karrieren verfolgt meiner Lieblings-YouTuber. Damals halt Essie Button, also Estee Lalonde, Zoe, also Zoe Sack, Tanja Burr, Lily Pebbles, Anna Gardner hieß sie damals, Newton heißt sie jetzt, die Anna Edit. Das ist jetzt fertig vermixt, ich mache das jetzt hier drauf. Und habe dann natürlich auch angefangen, einige amerikanische YouTuber zu gucken, aber nicht so viel. Eigentlich die einzige, die ich geguckt habe, ist Cambria Joy. Und naja, jedenfalls war ich ein großer, großer YouTube-Fan. Schon, also immer quasi. Immer seit ich wusste, dass es YouTube gibt. Und wollte irgendwie Teil dieser Community sein. Ich hatte dann auch gehört von einigen, die dann gesagt haben, ja, YouTube ist jetzt mein Job, was voll cool ist. Und ich so, hä, wie kann man YouTuber sein? Wie kriegt man davon Geld? Man kriegt halt tatsächlich davon Geld, das musste mir Seth dann aber erst erklären. Ich wusste das bis dahin nicht, dass vor den Videos oder während den Videos Werbung läuft. Auf diese Werbung hat der YouTuber selbst keinen Einfluss. Also ich kann nicht entscheiden, was vor meinen Videos für Werbung läuft. Aber Google macht das. Der YouTuber, der diesen Content kreiert, der kriegt davon einen kleinen Teil ab. Ein paar Cent. Und deshalb ist es wichtig, wie viele Leute die Videos gucken und wie viele Leute sich die Werbung angucken. Und deshalb finde ich das blöd, wenn Zuschauer das toll finden, wenn man keine Werbung geschaltet hat. Weil es heißt, dass der YouTuber kein Geld kriegt für das Video. Und er hat aber Zeit und Energie und Liebe und alles da reingesteckt. Und dann kriegt er halt nichts. Nichts dafür. Also ich meine, klar, Kommentare sind halt geil. Kommentare sind auch toll. Und Likes helfen halt auch dadurch, für den YouTuber natürlich, um zu wissen, was mögt ihr so für Content bei mir? Diese Art Interaktion, also Likes oder Kommentare, helfen auch dabei, das Video besser zu verteilen. Also zum Beispiel, wenn ein Video viel geliked oder kommentiert wird, wenn ein Video viele Interaktionen hat, dann sagt sich YouTube, oh, die Leute mögen dieses Video. Das müssen wir auf die Startseite setzen zum Beispiel. Und dann geht ein Video viral zum Beispiel. So funktioniert das. Naja, jedenfalls, ja, habe ich dann wieder angefangen, als Seth angefangen hat. Seth hat mir dann gezeigt, wie ich ein Video schneide und wie ich ein Thumbnail machen kann und all solche Sachen. Ja, so bin ich dazu gekommen, YouTube zu machen. Und ich fand das irgendwie cool. Ich fand YouTuber cool. Ich wollte Teil dieser Community sein. Ich wollte meinen Senf dazugeben. Ja, ich glaube, ich wollte auch einfach Teil einer Community sein. Ich hatte nämlich wenig Freunde, überhaupt Kontakte während des Studiums. Ich war so losgelöst und diese Beauty-Community, ich meine, ich hatte halt niemanden, mit dem ich über Beauty reden konnte.
Meine Schwestern haben sich dafür nicht interessiert, meine Mutter hat sich dafür nicht interessiert. Ich war die Alleinige, die sich für Beauty interessiert hat. Ja, so bin ich dazu gekommen, Beauty zu machen. Ja, auf YouTube Beauty zu machen. Ich habe tatsächlich mit Beauty angefangen. Aber ich wusste halt, dass ich nicht wirklich gut bin, wisst ihr? Ich meine, ich muss euch nicht beibringen, wie man einen coolen Make-up-Look macht, das weiß ich nämlich nicht. Mein erstes Video zurück auf meinem Kanal, 2014 war das, war ein 3-Minuten-Make-up-Challenge-Video. Und das fand ich so unterhaltsam irgendwie, aber diese Leichtigkeit ist mir dann abhanden gekommen. Und dann hatte ich oft einfach keine Zeit, keine Lahn, letztes Jahr keine Kraft. Die Gaming-Videos, die ich im Moment mache, die sind für mich leicht zu produzieren und machen Spaß. Und ihr habt scheinbar Spaß dabei, euch die anzugucken und das freut mich. So sind wir hier gelandet. Aber glaubt nicht, dass ich aus der Küche wegzukriegen bin. Vielleicht gibt es demnächst ein paar Low-Carb-Sachen, aber die interessieren mich wahrscheinlich nicht. Deshalb mache ich weiter einen Kuchen für Seth. Yay. Mein Kuchen ist jetzt soweit fertig. So sieht er aus. Dann gucken wir mal, was Seth dazu sagt. Kriegt den mich heute schon, weil er heute jetzt auch schon fertig ist. Sevi! Na? Hallo. Komm mal ran hier. Hast du was für dich? Ja, ich hab was für dich. Ui, alles Gute zum Geburtstag. Ich hab noch nicht. Ich weiß. Das bringt Unglück. Das ist ein Vorbild zu wünschen. Nein, das bringt kein Unglück. Das war ja nur ein Spaß. Das bringt ganz viel Glück. Okay, soll ich das jetzt probieren? Ja, wir müssen das aber anschneiden. Ich bin aufgeregt. Ich glaube, Abendbrot kommt gleich. Ich glaube, das kann ich nicht aufessen. Nö, das habe ich auch nicht behauptet. Oh, guck mal. Oh, ist gut. Ja. Die hatte ich schon so lange nicht. Danke. Bitte. Jetzt wird ja mal probiert. Habt ihr das überhaupt schon gesehen? Wahrscheinlich nee, innen noch Video nicht. Gemacht. Naja, außen ja, aber innen nicht. Sieht gut aus. Sieht gut aus. Was denn? Ist der geil? Aber wenn man übelst Bock auf Kuchen hat, ist das genau das Richtige. Ach, schön. Und hast du übelst Bock auf Kuchen? Der ist nicht so süß. Das ist genau richtig. Dabei habe ich mich ans Rezept gehalten. Außer bei der Sahne. Die ist mehr. Dankeschön. Die ist weniger und weniger süß. Aber ich esse jetzt nicht mehr, weil noch mein Abendbrot reinpassen soll. Ja, schmeckt gut. Könnte mehr Sahne sein. Ach, ich find's gut. Sehr viel Schoko. Mehr Sahne macht nur mehr dick. Guter Kuchen. Gute Freundin. Gute Besserung. Danke, bitte. Aber nicht den jetzt aufessen. Nein. Siehst du aus, als wäre der gleich weg. Irgendwie ist aber kein Platz im Kühlschrank. Und wenn ich nachher in die Küche komme, liegen da bloß noch ein paar Krümel hier. Ja, ne? Jetzt lachen wir noch. Ja, Leute, danke fürs Zuschauen. Abonniert gerne meinen Kanal für weitere Videos. Like dieses Video, teilt dieses Video. Wünscht Seth nochmal alles Gute zum Geburtstag. Ja. Nein, peinlich. Doch, am 4.4. Geburtstag. Und ja, bis dann, euch lieb. Ciao. Mach's gut. Viel Spaß noch in der Quarantäne. Nee. Backt mal was und zeigt mir die Fotos auf Instagram oder so. Verlinkt uns mal. Ja, bis dann. Ciao.